Hallo, Alexa hier. Update. Wir bewegen uns gerade zur Gitarre. Ich zeige euch gerade ein Bild, das ich Spiele zum Leveln verwendet habe. Juggernaut. Hat mich jetzt gerade, das hat ein bisschen gedauert, zugeben. Hat mich 6 Stunden gedauert ungefähr, Gitarre zu kommen. Ich habe halt relativ viel gefarmt und das Early Level, die ersten 3 Akte sind der Horror. Also bis du die Skelette freigespielt hast, ist das im Moment wirklich, die haben ja die ersten 3 Akte extrem gebufft. Also Marvel war krass. Marvel war schlimm. Schauen wir mal, wie Gitarre läuft und wenn ich überlebe, erzähle ich. Schaden ist. Das ist ein Vierling. Ich habe recht gute Items gefunden. Also ich bin bei 4000 Leben. Ich bin übrigens Level 64 nur. Ich habe nicht Platte Produkte gefarmt, kein Mal. Ich bin sofort durchgelaufen. Ich habe extrem lange halt, also ich denke, ich habe schon 1 Stunde mindestens gebraucht. Dieses Low Level. Also ich habe das Schild bekommen, ehrlich gesagt. Aber es funktioniert so. Zombies sterben auf jeden Fall bei den Akten. Die werden einem später sterben. Also später muss man irgendwas anderes spielen, aber das meiner Meinung nach zum Leveln ist da Zombie-Skelett das Beste. Also die so vor allem ab Akt 5 war dieses Setup extrem stark. Also war Easygoing sehr, sehr easy. Okay, also ich zeig euch mal. Also, hab ich gemacht. Bin erst hochgegangen, hab Totems mit Holy Flame Totem Explosive Trap gelevelt. Das ist jetzt, ich weiß nicht, was nicht zu empfehlen. So leveln auf jeden Fall, es ist super schwer. Wirklich schwierig geworden. Die ersten 3 Akte, sie haben sehr viel gebufft. Danach, geht man Library und kauft sich das Setup, was ich jetzt habe. Das hat auch gut geklappt. Man hat Multi-Strike mit Raised Zombies, Melee Critical Damage und Brutality für die Zombies. Man hat Minion Damage Support, Brutality, Some Skeleton, Feeding Frenzy für Skelette. Dann hat man noch Shield Charge, Skitterbots, also ich habe viele Defense Skills. Dabei Punishment als Curse hat sie mitgenommen wegen dem Physical Damage Reduction. Natürlich Convocation. Genau, und ja, wie gesagt, den Stone Golem noch mit. So. Jo. Also ich habe recht gute Items gefunden. Ich habe hier die Rüstung zum Beispiel mir gecraftet. Ich habe so ein 6-Socket gefunden und da drauf einfach eine Essenz draufgeschmissen, habe 100 Leben drauf bekommen. Ich habe dieses Amulett gefunden. Das habe ich bei dem Mystery Crafting gemacht. Ja, ich habe dieses Ding gefunden. Der Rest ist bisher nicht so
Gut, und das, was ich halt eine Stunde gefarmt habe, war das Teil hier. Remorse, das kann man nämlich hier in dem Gebiet farmen. Ankommt. Da. Jetzt. Da kann man den Boss töten, diese Feuerfrau, und kann dieses Schild bzw. die Rüstung farmen. Irgendwie ist die Droprate aber niedriger gewesen, als ich in Erinnerung hatte. Also es hat mich irgendwie viel zu lange gedauert, aber egal, ich habe es bekommen. Das ist jetzt mein Endgame-Schild, mit dem ich auch quasi den Endboss mache. Das heißt, ich bin schon fertig. Zumindest ein Item ist schon mal fertig. Das Endgame. Das ist ganz schön. Ich auch gleich. Leider nicht so perfekt gerollt, ne? Ja, ich muss mir überlegen, ob ich noch weiterfahre. Also, und der Plan ist eigentlich schon, dass ich Spectros und Herald of Egg spielen werde, weil ich habe das Gefühl, die Zombies und die Skelette werden es nicht aushalten. Die werden die ganze Zeit sterben. Sprich, wenig DPS machen, weil sie einfach sterben werden. Aber jetzt erstmal Atlas schon mit Zombies und Skeletten. Ich denke, das ist schon am besten. Ich muss gleich noch meinen Spectros mitnehmen, Blood Magic. Hier aber ein Vierling erst. Nein, ich brauche halt Handschuhe. Wenn ich die habe, dann habe ich noch die Frenzy Charger Spectros. Gut. Also bisher läuft es ganz okay. Ja, ist halt sehr rippy die Liga, ne? Aber haut rein. Sauber.